Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich möchte euch heute den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger vorstellen. Ein sehr, sehr beliebter TD der Stufe 8 von den Deutschen, hinführend zum WT auf Panzer 4 und dann zur Grille 15. Den Rheinmetall-Borsig-WT zeichnet aus, dass er der einzige Tier 8 TD ist von den Freier Vorspahn, wenn wir jetzt mal den Scorpion G außen vor lassen, der einen voll drehbaren Turm hat. Der T28 Prototyp hat auch noch einen drehbaren Turm, der kann aber nicht die maximale 360 Grad Rotation schaffen. Der ist quasi limitiert und damit ist der Rheinmetall Borsig Waffenträger der einzige TD, der wirklich den Turm 360 Grad rundherum schwenken kann. Macht ihn zu einer Besonderheit. Wie die meisten deutschen TDs dieser Reihe ist er absolut null gepanzert. Also alles, was ihn trifft, jede HE, penetriert ihn in der Regel auch, solange es nicht an der Spaced Armor oder der Kanone hängen bleibt. Also dieser Panzer lebt davon, von seinem Tarnwert und von den beiden Kanonen, die man auswählen kann. Je nach Spielstil eignen sich die beiden Kanonen mehr oder weniger. Ihr habt die Wahl auf dem Borsig. Und das ist halt auch eine Besonderheit zwischen nur zwei Kanonen. Er hat keine Stockkanone so wirklich. Also sobald ihr den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger erforscht habt, habt ihr automatisch eine Top Gun, die 12,8 cm Kanone, die unheimlich gut performt. Und dann habt ihr noch, wenn ihr weiter forscht, dann irgendwann in Richtung WT auf Panzer 4 die Möglichkeit, die 15 cm Kanone zu erforschen. Und ja, wo der Unterschied liegt, das wollen wir uns jetzt gleich anschauen. Das zeige ich euch aber auch im Gameplay. Ich habe zwei Replays jeweils mit den beiden Kanonen dabei. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Die DPM signifikant höher, wenn ihr mit der kleinen Kanone, mit der 12, ne, vermeintlich kleinen Kanone, immer noch 490 Alpha-Schaden, ne? Nur mal so by the way. Also wenn ihr die 12,8 cm Kanone wählt, habt ihr 2666 Schaden die Minute. Das Ganze kann man über 3000 boosten mit Ansetzer und Rationen. Also die DPM von dieser Kanone hier hervorragend. Die DPM von der 15 cm Kanone jetzt nicht so hervorragend, Stock Reload fast 20 Sekunden, also da solltet ihr euch wirklich überlegen, ob ihr den mit der Kanone fahren wollt oder nicht. Standardpenetration auf der AP 246, deutlich besser als die 215 bei dem Borsig. Diese 215, das muss man dazu sagen, die führen schon dazu, dass ihr auf größere Entfernungen, wenn ihr Heavies eurer Tierstufe, also der Tierstufe 8 und höher, verlässlich penetrieren wollt, dann auf die Premium-Munition wechseln müsst. Ja, ansonsten 490 Alpha-Schaden gegen 750 Alpha-Schaden. Und da ist auch schon einer der Aspekte, die die beiden gänzlich voneinander unterscheidet. Diese Rheinmetall-Borsig 12,8 cm Kanone ist die vermeintliche Sniper-Kanone, die Kanone, die ihr auf Distanz nutzen wollt. Und diese 15 cm Kanone ist die Kanone, die auf Stadtkarten zum Beispiel sehr gut performt, wo ihr auf kürzere Entfernungen schießen möchtet, schießen könnt. Aber auf der anderen Seite ist man auch in der Lage, durchaus mal auf Distanz Ziele zu treffen. Ja, schauen wir noch weiter, wo sie sich noch unterscheiden. Im Gunhandling selbstverständlich. Die kleinere Kanone performt deutlich besser. Schnellere Einziehzeit, bessere Genauigkeit. 0,34 gegen hier 0,38. An Unterscheidung war es das jetzt aber auch schon, außer dass der Panzer komischerweise mit der kleinen Kanone mehr wiegt als mit der großen Kanone, mit der kurzen Kanone. Vielleicht liegt das so ein bisschen an der Länge der Kanone, ich weiß es nicht. Aber ihr seht das hier fast einen Unterschied von 2 Tonnen, mehr sogar 2,2 Tonnen Unterschied. Also das macht sich dann auch bei der Power-to-Weight-Ratio bemerkbar und von daher solltet ihr euch überlegen, noch, da geht euch dann halt noch ein bisschen mehr Mobilität verloren bei der bei der kleinen Kanone, bei der 12,8 cm Kanone, aber ja, das macht das Ganze auch nicht grundsätzlich anders, was den Spielstil angeht und ansonsten beide 360 Meter View Range. Ja, ich würde hier auf jeden Fall mit entspiegelter Optik fahren, beziehungsweise ich fahre ihn selber mit Scherenfernrohr, einfach weil ich dann auch die Möglichkeit habe, auf maximale Sichtweite meine Gegner aufzuklären. Ja, das war es eigentlich so zu dem Vergleich. Ihr seht schon, die beiden Kanonen haben deutliche Unterschiede, haben deutlich andere Munitionen auch noch. Der Rheinmetall-Borsig-Waffenträger mit der 12,8 cm Kanone hat APC als Standardmunition, fliegt wie Laser, macht dafür, wie gesagt, aber nur 490 Alpha-Schaden. Und beim Rheinmetall-Borsig-Waffenträger 15 cm haben wir Heat als Premium-Munition. Aber zu den Munitionstypen und den Einsatz, da würde ich dann noch in den Replays weiter drauf eingehen. Ich würde sagen, wir starten erstmal mit der kleinen Kanone und im zweiten Replay schauen wir uns dann mal die große Kanone an. Jo, wir sind unterwegs auf der Karte Redshire.
im Zehnergefecht und ich persönlich fahre diesen Panzer tatsächlich lieber als Low-Tier im Neuner- und Zehnergefecht. Warum ist das Ganze so? Weil ihr als Top-Tier mit diesem Panzer keinen Unterschied darstellt. Als Top-Tier ist es ja immer so, das ist genau das gleiche wie mit der Arty als Top-Tier. Verstehe ich auch nicht, warum Arty überhaupt Top-Tier sein kann in so 3-5-7-Situationen. Was stört mich daran beim Borsig? Ihr könnt so oder so dem Gefecht nicht euren Stempel aufdrücken, weil ihr von allen penetriert werdet. Es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob ihr jetzt gegen 6er oder 10er kämpft. Ihr könnt alle mit eurer Penetration durchschlagen. Ihr könnt ordentlich Schaden machen. Im 10er-Bereich ist ohnehin mehr Schaden da, den ihr machen könntet potenziell. Auf der anderen Seite ist es halt so, der Spielstil, ob nun Top-Tier oder Low-Tier, unterscheidet sich nicht grundsätzlich, weil ihr in beiden Szenarien eigentlich dazu verdonnert seid, passiv zu spielen. Bedeutet für mich persönlich, dann schieße ich lieber auf 9er und 10er und bin nicht gezwungen, das Spiel irgendwie an mich zu reißen. Wenn im Gegnerteam jetzt irgendwie sowas wie eine Su 101M ist oder so, oder sowas wie ein Jagdpanther 2, der hat schon Mobilität, der hat Panzerung, der ist in der Lage, das Spiel auch mal als Top-Tier zu diktieren. Ihr im Rheinmetall auf gar keinen Fall. Ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, oh, ich bin Top-Tier, ich fahre jetzt mal nach vorne und bums alles, was mir vor die Flinte kommt. So läuft das im Rheinmetall nicht. Und wenn ihr das so spielen möchtet, dann bedeutet das relativ zügig für euch das Ende der Runde. Von daher für mich eigentlich ganz klar, dass ich lieber in einer Mid-Tier-, Low-Tier-Situation bin, so wie wir das jetzt hier haben, wo unsere Top-Tiers gezwungen sind zu arbeiten und ihr seid, egal in welchem Szenario, einfach nur ein Unterstützungspanzer. Ob ihr nun mit der dicken Kanone durch die Gegend fahrt oder mit der 12,8 cm Kanone, spielt in dem Moment gar keine Rolle. Ihr seid ein Unterstützungspanzer, genauso wie der UDES. Beim UDES ist es nichts anderes. Der UDES lebt davon, als unterstützende Kraft irgendwo mit auf Ziele zu wirken, aber er ist nicht derjenige, der dann als Top-Tier plötzlich nach vorne fährt und das Spiel diktiert. Das ist im Übrigen auch eine Sache, warum viele auf den TDs vermeintlich, so gerade die viel TDs fahren, vielleicht eine schlechte Winrate haben, weil es halt einfach keine Carry-Panzer sind. Ihr lebt von den Spots, die euch euer Team präsentiert. Ihr lebt davon, euch vernünftig zu positionieren. Aber wie gesagt, wenn es mal schlecht läuft, dann seid ihr mit Sicherheit nicht diejenigen, die dann irgendwo nach vorne fahren, eine Flanke gewinnen, eventuell irgendwo einen Gegenangriff initiieren. Das machen Mediums, das machen Heavies, das machen Lights, das machen aber keine Borsigs. Mit dem einen oder anderen TD ist es tatsächlich auch noch möglich. Ich denke da an so die ganze Suchreihe hin zum Objekt 268-4. Die können das auch leisten. Ihr im Borsig, wie gesagt, ihr müsst euch klar machen, ihr seid einzig und alleine Unterstützungspanzer und so solltet ihr euch auch verhalten. Jetzt hier auf Redshire habe ich mir eine gute Position gesucht. Die Heavies kämpfen hier gegeneinander. Und ich laufe hier noch nicht Gefahr, irgendwie gepusht zu werden. Ich gucke natürlich immer mit einem Auge, was machen die Heavies da hinter mir. Hält der Kranwahn und das Objekt 705. Ich kann da jetzt nicht helfen. Ihr solltet euch auch nicht verleiten lassen dazu, da jetzt hinzufahren und da versuchen runterzuschießen. Weil dann geht ihr hier auf und dieser ganze Hügel da drüben kann euch auch wirken. Und von daher solltet ihr hier erstmal zusehen, dass ihr, gerade wenn ihr einen kompetenten Scout habt, der T49 macht das hier hervorragend, hält die ganze Zeit den Hügel da hinten gespottet und von daher gebt dem Kollegen dann seinen Unterstützungsschaden, den er verdient hat. Diese Position eignet sich aber nur dann, wenn ihr tatsächlich hier auch Heavies habt, die dagegen halten. Und ich gucke schon immer ein bisschen nervös, weil ich sehe, langsam wird es dünn, den Tiger 2, den Löwen haben wir hier schon verloren. Aber wenn man denn mal solche Schüsse bekommt, das schmeckt halt einfach im Rheinmetall. Und da ist diese Kanone, diese 12,8 cm Kanone, deutlich besser geeignet als die 15 cm Kanone auf solche Distanzen. Und vor allem ist die DPM da. Ihr durchschlagt eigentlich auch alles, was ihr so zum Beispiel seitlich penetrieren oder seitlich bekommt. Und von daher, wenn ihr vorhabt, auf diese Entfernung dauerhaft zu spielen, dann solltet ihr euch vor allem für die 12,8 cm Kanone interessieren. Da arbeitet ihr über den Tarnwert, da arbeitet ihr über die maximale Kampfentfernung, so gut es denn geht. Und dann könnt ihr halt mit der DPM die Gegner, so wie wir das jetzt hier machen, gnadenlos auseinandernehmen. Mit der 15 cm Kanone kann man schon häufiger auch mal in so Trade-Situationen gehen oder in Infight-Situationen. Ich fahre zum Beispiel ganz gerne dann auch mal hinter den Heavies hinterher. Und wenn die Heavies sich Maus, wo bist du? Wenn die Gegner, beziehungsweise wenn die eigenen Heavies sich mit den Gegner-Heavies Schüsse ausgetauscht haben, dann
besteht für euch die Möglichkeit, da mit der 15 cm Kanone einfach eure 750er Bretter reinzuhauen. Kleine Anmerkung an der Stelle noch, wenn es euch um Credits geht und wenn ihr vielleicht nicht so viele Credits habt und ihr wollt einfach nur zur Grille 15 oder zum BT auf Panzer 4 grinden, dann spielt auf jeden Fall die 12,8 cm Kanone, weil die deutlich günstiger im Unterhalt ist. Also bei der 15 cm Kanone, das habe ich jetzt hiermit kundgetan, da müsst ihr schon regelmäßig wirklich Heat schießen. Mit dieser Kanone hier, mit der 12,8 cm Kanone, braucht ihr eigentlich nur so sehr, sehr selten tatsächlich die APCR-Munition, es sei denn, ihr habt die AP-Munition verschossen. Oder ihr müsst wirklich mal gegen 10er und 9er Heavys ran, da macht es auch in vielen Situationen mal Sinn, auf APCR zu wechseln. Gucken wir mal ganz kurz, auf APCR haben wir hier 311 Durchschlag. Die Heat-Munition auf der 15 cm Kanone hat 334 Durchschlag, also was das angeht, ein bisschen kompetenter. Aber, wie gesagt, macht euch nichts vor, wenn ihr euch dazu entscheidet, den Borsig mit der dicken Kanone zu fahren, dann wird es deutlich teurer für euch. Auch das bei der Wahl der Kanone auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und ich denke, wir haben jetzt hier eine gute Runde gesehen, wie man den Borsig optimalerweise mit der 12,8 cm Kanone spielen sollte. So kommt ihr in vielen Situationen auch auf gut Schaden. Auf Stadtkarten ist diese 12,8 cm Kanone natürlich nicht so gut wie die 15 cm Kanone, weil diese 750 Alpha-Schaden schon einfach den Gegnern mehr wehtun. Und sie werden sich zweimal überlegen, ob sie dann nochmal versuchen, auf euch zu pushen oder es lieber bleiben lassen. Ich würde sagen, wir werfen einen kurzen Blick auf die andere Kanone und am Schluss habe ich dann noch die Postgame-Stats für euch. In dieser Runde sind wir unterwegs mit dem Rheinmetall, mit der kurzen, aber dicken Kanone, 15 cm. Und jetzt schauen wir einfach mal ganz kurz nochmal hier auf die Statistiken. Durchschlagskraft 215, mit Heat, wie ich schon angesprochen hatte, 334. Und das Besondere, auf der HE 85 Durchschlagskraft. Also mehr als bei der 12,8, aber das ist, denke ich, auch nicht verwunderlich, gerade bei dem Kaliber. Das macht natürlich, gerade wenn wir uns mal den Alpha-Schaden anschauen, 950 Alpha-Schaden, wenn ihr den Schuss penetriert. Und ohne zu viel spoilern zu wollen, wir gucken uns dann mal an, wie das in der Realität dann aussieht. In diesem Replay, jetzt muss ich fairerweise sagen, für diese Kanone ist ehrlich gesagt, diese Karte gar nicht so gut. Vardy ist so eine Karte, da geht es vor allem auf Distanz zur Sache, gerade wenn ihr in einem TD sitzt. Der Ferdinand da vorne, der bezieht eine Position. Ja, kann man machen, wenn man gegen nur Achter in Anführungszeichen antritt. Aber wenn ihr da schießt, dann riskiert ihr regelmäßig gespottet zu werden. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr da in diesen Kanal hier runterschießen wollt, stellt euch dahin, wo ich jetzt mit dem Rheinmetall stehe, weil ihr ja ganz einfach habt hier die Möglichkeit, da ohne Probleme, sobald ihr da Spots bekommt, zu schießen. Und ihr riskiert auf gar keinen Fall aufzugehen. Ihr seht das auch an den Sichtkreisen. Da die IS-3, die ist komplett außerhalb der maximalen Sichtweite. Also wenn wir da jetzt auf den schießen können, hervorragend. Ich hatte es aber auch schon angesprochen, gerade auf diese Entfernung solltet ihr auf die Heat laden. Das macht diese Kanone ein bisschen teuer, aber auch extrem entspannt. 811 Schaden in den IS-3 reingepumpt, so schnell ist ein 8er Heavy dann verschwunden. Wie gesagt, auf so eine Entfernung, da könnt ihr nicht mehr mit dieser Genauigkeit auf Weakspots zielen. Da solltet ihr dann, wenn ihr auf Heavys feuert, egal ob nun Stufe 8, 9 oder 10, auf jeden Fall die Heat laden. Wie gesagt, das macht diesen Einsatz der Kanone doch relativ teuer. Auf der anderen Seite macht es jetzt hier auch keinen Sinn, wirklich auf die Flanken zu fahren. Ihr seht, im Süden haben wir schon eine Lorraine und eine Pantera, zwei Autoloader. Die können mit euch kurz einen Prozess machen. Und ihr solltet natürlich nicht selber mit dem Rheinmetall an vorderster Front kämpfen. Jetzt habe ich hier auf den Schuss verzichtet, weil der Super Pershing davor gefahren ist. Da wollte ich jetzt nicht riskieren, ihn vielleicht zu treffen. Aber grundsätzlich jetzt für dieses Szenario würde ich auch sagen, die 12,8 cm Kanone auf jeden Fall besser geeignet. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt sich nur auf Stadtkarten spezialisiert, gerade jetzt zur Zeit, wo so Karten wie Charkow, Stalingrad etc., nehmen wir noch die anderen Beispiele wie Pilsen dazu, dann haben wir schon im Moment eine relative Überlegenheit bzw. Mehrheit von offenen Karten. Redshire, Morovanka, Prokhorovka, Malinovka, Vardy. Das sind alles so Karten, auch jetzt zum Beispiel eine Karte wie Provinz als TD, auch über große Entfernungen snipen. Von daher gibt es viel, viel mehr Einsatzmöglichkeiten derzeit für die 12,8 cm Kanone. Auch das im Hinterkopf behalten, wenn ihr euch dann für eine Kanone entscheiden müsst. Wenn jetzt wieder diese ganzen Startkarten wie Charkow,
Pilsen, Stalingrad, vielleicht dann auch das neue Minsk dazukommen. Da würde ich dann wahrscheinlich eher diese Kanone auspacken, weil ihr dann, wie gesagt, die Möglichkeit habt, wenn die Heavys untereinander Schüsse ausgetauscht haben, eure 750er Bretter an den Mann zu bringen. Auf der anderen Seite, auch wenn man hin und wieder auf Distanz schießen muss, ist diese Kanone nicht total unzuverlässig, wie wir jetzt hier auch im weiteren Verlauf sehen werden. Guckt euch diesen Schuss jetzt mal an. Lasst ihr schmecken, Panther 88, 726, jetzt muss ich aufpassen, ich bin hier gespottet worden, bauen sogar den Schuss vom Löwen. Also der muss, ja, keine Ahnung, irgendwie meine Tracks getroffen haben, nochmal ein bisschen Unterstützungsschaden eingefahren. Und mit zwei Schüssen haben wir jetzt hier schon 1500 Schaden aufgebaut. Dafür braucht ihr natürlich mit der anderen Kanone, ja, 3 bis 4 Schuss. Das ist halt auch einer der Vorteile, gerade wenn ihr jetzt so ein Ziel nur einmal seht und ihr trefft es und penetriert es dann, dann schmeckt das natürlich ungemein, gerade wenn man dann so für 811 rollt. Noch besser wird es natürlich, wenn man dann mit der HE penetriert. Ja, jetzt haben wir auch wieder ein weiteres Problem gesehen mit der 12,8 cm Kanone. Hätte ich hier sicherlich den Schuss auf den Pantera nochmal anbringen können. Keine Ahnung, wo der Schuss jetzt an der Turmseite vom Löwen mit Heat gebounced ist. Aber gut, manchmal ist es halt dann auch RNG. Das sind halt so diese Verzweiflungsmomente. Und ich wollte noch kurz auf den Punkt von davor eingehen. Diese Einzielzeit gibt euch halt häufig auch nicht die Möglichkeit, den Schuss sicher anzubringen, wo ihr mit der 12,8 cm Kanone schnell eingezielt werdet und jetzt hier sicherlich den Pantera hättet rausnehmen können. Da will ich diesen Schuss gar nicht riskieren mit der 15 cm Kanone, wenn ich nicht mal halb eingezielt bin. Auch das wieder, denke ich, auf große Entfernung eher ein Pluspunkt für die 12,8 cm Kanone, auch wenn diese 750er Bretter natürlich extrem schmecken, gerade auf der Tierstufe 8. Ich meine, hallo, bei TDs nehmt ihr meistens so 70-80% der HP weg. Bei Heavys nehmt ihr mindestens 50%, meist sogar 60% der HP weg. Also das schmeckt schon unglaublich. Aber gerade diese Fehlschüsse, die machen es dann natürlich auch am Ende extrem frustrierend. Gucken wir mal, ob sich hier der WZ nochmal anbietet. Ich will jetzt auch gar nicht so eine Schüsse, wo ich mir nicht sicher bin, ob der überhaupt ankommt, wagen. Jetzt habe ich hier kurz gewartet auf den WZ, dass er nochmal gespottet wird. Ich hätte natürlich jetzt an der Stelle auch blind schießen können. Und gerade wenn ihr so hin und her gerissen seid, das ist jetzt hier so eine schöne Situation, wo man mal die Schwäche von der 15 cm Kanone relativ gut sieht. Wenn ihr so hin und her gerissen seid, weil da mal ein Ziel aufgeht, da mal ein Ziel und ihr schwenkt immer hin und her, diese ewig lange Reload-Zeit, und wenn ihr dann eingezielt seid, sind die Ziele meist schon wieder verschwunden. Der WZ ist jetzt nach vorne rangepusht. Der Panther 88 schafft es auch immer wieder in Deckung zu fahren, bevor ihr eingezielt seid. Man kann natürlich dann versuchen, nicht eingezielt zu schießen, aber gerade wenn ihr dann auf der Heat-Munition unterwegs seid, dann wird das auf Dauer ziemlich teuer. Wenn ihr die Schüsse penetriert, kein Problem, dann wird es gar nicht so teuer, dann kann man sich das auch leisten, hin und wieder mal die Heat-Munition auszupacken. Aber wenn ihr dann die ganze Zeit blind schießt oder so eine, ja, 50-50 oder noch schwerere Schüsse macht, dann wird das auf Dauer ziemlich teuer. Auf Dauer, ja. Also, auch das eine Sache, die ihr bedenken solltet. Wenn ihr jetzt mit der 12,8 cm Kanone hin und wieder mal ein bisschen blind schießt, die AP-Munition ist jetzt nicht so teuer, das kann man sich leisten. Aber sobald es dann an die Premium-Munition geht und wie gesagt auf Distanz gegen Heavys, ist bei diesem Panzer tatsächlich Premium-Munition leider angesagt mit der Kanone. Dann muss man vielleicht auch auf den einen oder anderen Schuss verzichten, den man sonst gewagt hätte. Auch das in vielen Situationen. Ich denke da zum Beispiel an so eine Karte wie Provinz. Ja, Provinz lebt eigentlich von den Blindschüssen. Da seid ihr mit der 12,8 cm Kanone auch wieder besser aufgestellt. Erstens, weil genauer. Und zweitens, weil ihr da viel, viel häufiger einfach mal blind in die Büsche, wo die ganzen TDs immer gerne stehen, reinhämmern könnt. Das solltet ihr euch mit dieser Kanone kneifen. Es sei denn, ihr sagt, okay, ich mache voll HE-Loadout. Das funktioniert natürlich auch. Jetzt hatte ich hier eine HE geladen, bestes Timing, der Scorpion G guckt hier hoch, 935 in sein Gesicht und dazu natürlich nochmal die kritischen Treffer, da geht dann auch mal so eine Kanone kaputt, das Ammo Rack wird gezogen, da stirbt mindestens ein Crewmember in der Regel, meistens sogar gleich zwei, ihr kennt das sicherlich selber, wenn ihr mit HE getroffen werdet in so einem Scorpion oder so einem Rheinmetall, das tut unglaublich weh und wenn ihr schon so ein fettes Geschütz habt und ihr habt hier im Gegnerteam sogar noch zwei Scorpions, dann sollen die sich das ruhig schmecken lassen,
dann macht es für euch umso mehr Spaß, wenn ihr so einen Schuss an den Mann bringt. Also ich denke, das hat der Skorpion auf jeden Fall gemerkt, diesen Schuss. Ich habe jetzt nochmal HE geladen, weil ich wusste, dass da oben noch ein Skorpion G stehen muss. Vielleicht kriege ich ihn sogar mit dem Scherenfernrohr auf. Da steht jetzt ein Stritzwahn, 85. Ah, ich habe jetzt, da habe ich jetzt seine Tracks getroffen. Spaced Armor habe ich jetzt nicht durchschlagen, beziehungsweise seine Tracks. Hätte ich da diesen kleinen, ja, Spalt Panzerung getroffen, dann wären auch das sicherlich 950 Schaden für mich gewesen. Aber wie gesagt, und das ist jetzt hier mal ein gutes Beispiel gewesen für einen nicht eingezielten Schuss, wo die Schüsse dann hinfliegen, teilweise sogar echt noch aus dem Fadenkreuz raus. Also bei dieser Kanone ist das A und O wirklich das komplette Durchzielen. Und das macht es halt so schwierig, gerade wenn ihr so hin und her überlegen müsst. Jetzt hatte ich glücklicherweise noch eine HE geladen und konnte hier dem Löwen den finalen Rettungsschuss geben. Aber nicht ganz ohne Schmerzen für mich selber. Der Skorpion trifft mich, der Stritzwahn trifft mich. 189 HP habe ich noch. Ich versuche jetzt hier diesen kleinen Stein bestmöglich als Deckung zu nutzen. Da hämmern die ganzen Blindschüsse ein. Ich will jetzt hier auch weg, weil ich keine Lust habe, hier blind getroffen zu werden. Ich wähle einfach einen anderen Busch, von dem ich ausgehen kann, dass sie mich hier nicht vermuten. So, ihr seht, die versuchen immer noch da an den Steinen blind zu schießen. Also stehe ich hier ganz gut. Gerade weil die Gegner blind schießen, verlieren sie ja regelmäßig auch an Tarnwert. Von daher habe ich vielleicht ganz gute Chancen, sogar die Gegner mit meinem Scherenfernrohr zu spotten, wenn sie hier versuchen, diese Blindschüsse an den Mann zu kriegen. 10-10, also das Spiel ist auf jeden Fall noch nicht entschieden für keine Seite. Wir haben, wie gesagt, da oben den Skorpion G, den Stritzwahn S1. Der Skorpion G natürlich mobil genug, um hier vielleicht jederzeit auch wegzufahren. Ich habe mir jetzt diese eine HE aufgehoben für den Skorpion G, wenn er dann nochmal aufgeht, dass ich auch ganz sicher auf ihn schießen kann. Erstmal versuche ich es jetzt weiter mit AP. Ferdinand hat jetzt da oben die Lorraine rausgenommen. Wichtiger Kill, guter Kill. Jetzt haben wir in der Base noch den T28 stehen. Jetzt haben wir in der Base noch den T28 stehen, weiter nichts passiert. 4 Minuten 36 noch. Und wichtig ist natürlich auch in dem Rheinmetall, das ist auch eine Sache, die musste ich erstmal lernen. Geduld haben, auf solche Momente warten, sauber zielen, schießen und Gegner rausnehmen. 630 ins Gesicht. Schöner Treffer hier in die Seite vom Stritzwahn. Jetzt habe ich echt im Stream überlegt, ob ich hier es riskiere, gespottet zu werden für diese 30 HP. Ich hoffe, dass mir die Entscheidung jemand abnimmt. Ich will nicht wirklich für diese 30 HP schießen. Dankeschön, Prototyp. Also in so einer Situation, ihr habt noch selber 189 HP. Der gegnerische Panther muss natürlich raus, aber ihr würdet sicher aufgehen, wenn ihr den Schuss macht. Von daher lieber kneifen. Der Ferdinand hat uns jetzt zu verstehen gegeben, dass der Skorpion G da oben weggefahren ist. Der ist oben ja schon in den Norden ausgewichen. Gute Information hier. Wichtig, also der Ferdinand hat dir hervorragend, zumindest der eine, Braymore heißt er, hat das hier hervorragend ans Team kommuniziert. Das ist eine der wichtigsten Informationen überhaupt, dass wir jetzt wissen, dass wir im Norden Gegner haben. Ich hoffe jetzt, dass meine beiden Kollegen da, der T28 und der Ferdinand, den gegnerischen T28 rauskriegen. Und jetzt wissen wir auch, wo der Skorpion ist. Wir haben ihn hier mit unserem Scherenfernrohr gespottet. Und ich stelle mich jetzt direkt, ich lade, ihr seht sofort, gierig wie ich bin, lade ich sofort auf HE um und positioniere mich jetzt so, dass wenn der Skorpion oben auf der Düne kommt oder hinten unser Arti pusht, dass ich ihn dann zu Gesicht bekomme und ihm dann quasi den Rest geben kann. Gucken wir mal, was der Skorpion so vorhat. Da ist der Skorpion und das ist jetzt natürlich ein Traumszenario, direkt durch die Oberwanne, 867, sogar noch eine Low Roll. Er hat mich jetzt zwar gespottet, aber vor dem T28 müsste ich einigermaßen safe stehen, weil der Ferdinand hier glücklicherweise sein Wrack so hingestellt hat, dass ich hier quasi einen Schutz habe in Richtung gegnerische Basis und den Schuss lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Goodbye, my friend. So. Und jetzt wird es an der Zeit für mich vorzufahren. Ich habe jetzt hier genug Schaden gemacht, genug Kills gemacht. Ich versuche jetzt für meine verbleibenden
drei Teammitglieder hier vielleicht den Spot zu bringen. Noch kurz gewartet, bis ich sicher zu bin. Auch so eine Sache immer berücksichtigen. Ich lade jetzt auf Heat um. Wenn ich direkt vor dem Prototyp stehe, dann muss ich wahrscheinlich snapshotten. Und dann will ich natürlich auch die maximale Penetration haben. Ich habe leider keine HE mehr, sonst hätte ich HE geladen, weil der Prototyp, glaube ich, auch nicht mehr viel HP hatte. Auf jeden Fall haben ihm unser T28 und der Ferdinand gut zugesetzt. Entschuldigung, ich nenne den gegnerischen T28 die ganze Zeit Prototyp, aber es ist ja der Standard T28. Also nicht der Prototyp. Seht's mir nach, tut mir leid, ich wurde jetzt hier rausgenommen. Hab immer noch den Spot gebracht, die Gegner wissen, beziehungsweise meine Verbündeten wissen jetzt, wo er steht. Arti nimmt ihn raus und ich denke, das war hier eine gute Runde. Und ihr habt vor allem auch mal gesehen, was diese HE-Munition auf diesen Panzer mit den Gegnern macht. Also auf jeden Fall beide Kanonen eine Option. Ich habe euch, denke ich, jetzt ausreichend die Spielweisen vorgestellt. Ich habe die Pros und Kontras der beiden Kanonen für euch genannt. Ihr müsst euch letztendlich selber entscheiden, welche von beiden Kanonen ihr nutzen wollt. Sobald ihr die 15 cm Kanone freigespielt habt, weil sie auf dem Grindweg zum WT auf Panzer 4 liegt, kann ich euch nur empfehlen, probiert sie einfach aus, guckt, was euch besser gefällt und ja, habt viel Spaß mit dem Rheinmetall. Ich würde sagen, wir werfen einen Blick auf die Postgame-Stats. Ja, die erste Runde auf Redshire war erster Klasse, 77.949 Credits bekommen, 1.647 Erfahrung. Unterstützermedaille, schauen wir ganz kurz auf die Teamscore, Top Damage hier gemacht mit 4.509 Schaden, ein Kill, 1.098 Basiserfahrung, schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report, 18 Mal geschossen, nur 14 Mal getroffen, muss man sagen, 10 Mal durchschlagen immerhin, 3.450 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter, also ihr seht, die Kanone trifft auf Entfernung sehr, sehr gut. 261 Unterstützungsschaden in 5 Minuten 47. Und wir haben, weil wir Credit Booster laufen hatten, noch 46.891 Credits plus gemacht. Schauen wir ganz kurz auf das zweite Match. Das war ein Panzerass. 97.000 Credits, 2010 Erfahrung, Großkaliber gemacht. Hier haben wir 4.805 Schaden, 3 Kills, 1.340 Basiserfahrung, also mit Abstand den meisten Schaden. Und ich denke, wir haben hier auch ganz gut gearbeitet. Schauen wir ganz kurz auf den detaillierten Report. 11 Mal geschossen, 9 Mal immerhin getroffen, 8 Mal penetriert, 2.537 Schaden über eine Entfernung von 300 Meter. Also auch diese Kanone kann das. Wir haben noch 698 Unterstützungsschaden in 13 Minuten und 29. Und weil wir auch hier Credit Booster laufen hatten, immerhin noch ein Plus von 40.000 Credits. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck vom Rheinmetall-Borsig bekommen, vom Waffenträger. Auch hoffe ich, dass ich irgendwie die Unterschiede von den beiden Kanonen deutlich herausstellen konnte. Wie gesagt, ich persönlich würde die 12,8 cm Kanone empfehlen. Mehr Spaß macht mir allerdings die 15 cm Kanone. Sie ist aber auch ein bisschen teurer und vor allem ist sie halt auch manchmal extrem nervend, wenn ihr dann eure Schüsse nicht trefft. Müsst ihr euch überlegen, der HE-Schaden natürlich wieder dann spricht wieder für den guten 15 cm Bums. Also, wie gesagt, ihr müsst euch das selber überlegen, ihr könnt ja selber auch einfach mal beide Kanonen ausprobieren. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich riesig über ein Like freuen. Ich freue mich nach wie vor riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein!